Jo Freunde, welcome back zu Phoenix Rising. So, was machen wir, hä? Eigentlich ist es gerade so super spät auch für mich, so kurz vor 2 Uhr in der Früh, aber egal. So, was? Da geht's überall so ab. Hey, da waren wir halt noch nirgends, hä? Da hätten wir auch, was haben wir da? Finde die überwucherte Herstellungszutat, ist aber nur so eine Daily Quest. Ist mir erstmal egal. Die machen wir weg, komische Markierung. Ist sie weg? Nein. Ist weg, ja. Ja, na dann. Ares Statue, ja. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wo ist Ares Statue? In diese Richtung. 1700. Und los. Es läuft nach unten für ein Vieh. Ah, es schaut wirklich. Schaut cool aus hier. So. Oh, Scheiße. Na gut. Gerade noch ausgegangen. Gab's hier ein paar. Yes. Ein paar Äpfel. Ein paar blaue Beeren. Sollen wir die umhauen? Lohnt zwar eh nicht, aber. Oh, wir machen ja mehr Damage halt, ne? Okay. 79 von diesen blauen Dingern. Das ist irgendwie auch ziemlich wenig. Ich glaube, wir brauchen nämlich für unser nächstes Schwert-Upgrade. Oh. 8000 von denen. Ist auch ziemlich übertrieben hier. Du betrittst die Höhle des Krieges. Naja. Eine Höhle ist was anderes, aber hey. Was haben wir da alles hier? Ein Gewölbe und eine Ruhe. Sonst noch was? Nein. Na, irgendwas gibt's sicher, aber hier. Oder gibt's braune Bärchen, hä? Schauen wir mal. Ach was. Ist nicht gegangen, aber okay. Halten nicht viel aus. Und geben nicht mehr irgendwelche. Nicht mehr irgendwas geben die. So kacke sind die. Na gut. Was haben wir da? So eine Harfe scheinbar, ha? Okay. Betrat, lag ein Gefühl der Niederlage und des Krieges in der Luft. Wo ist das Problem? Man kann die Feuer doch wieder anmachen. Sie symbolisieren den Trojanischen Krieg und die Lebensfeuer, die auf dem Schlachtfeld erloschen. Weißt du, ich wollte neutral bleiben in diesem Krieg. Ich hatte auf kein Pferd gesetzt. Bis Hera diesen Zaubergürtel angelegt hat und ich überzeugter Trojaner geworden bin. Okay, also dazu fehlt halt irgendwas mit Feuer, hat er ja eh schon gesagt. Die brennt. Na gut, probieren wir mal was.
Okay, das war aber halt irgendwie nicht so geplant. Kann es wirklich sein, dass ich wirklich jedes einzelne so anzünden muss? Ich dachte irgendwie. Okay, die Antwort ist nein. Ich dachte halt irgendwie auch, dass wir so drüber fliegen könnten. Aber scheinbar irgendwie nicht. Da ist auch noch eine Tür. Schauen wir mal, was mit der anderen Schale da ist. Okay, schlecht. Ja, dann glaube ich, wir lassen das erstmal hier. Vielleicht gibt es ja da irgendwas mal. So wie Dins Feuer zum Beispiel aus Zelda. Typhusreiserei, manche Aktionen in einer Region ziehen Typhus Aufmerksamkeit auf sich. Ach du Scheiße. Was nicht? Herakles Geist macht Jagd auf dich. Oh. Ja, nice. Na, dann komm mal her, hey. What? Komm her da. Komm her. Komm her. So, wer macht jetzt Jagd auf wem? 700, fast 800 von dem blauen Steinchen. Es gab noch viel zu tun, wenn Phoenix die verfluchten Helden aus Typhons Griff befreien wollte. Geisterversteck. Finde das Versteck eines Geistes, um dich seiner wahren Gestalt zu stellen und ihn endgültig zu besiegen. So findest du, dass ich... Okay. Aber wo... Wo, Karte? Nee. Oh ja, da. Okay. Okay. Habe ich schon okay gesagt? Jetzt sind wir da, hm? Ach, leck mich. Ja. Okay, ist jetzt wieder alle aggro auf mich. Na gut, dann... Ach was, gemein hier. Na gut, hält eh nichts aus. Daran wirst du dich erinnern. Der auch nicht. Ist das Diomedes? Ein echtes Phänomen. Er hat im Trojanischen Krieg Götter verwundet. Das gab's noch nie. Nicht irgendwelche Götter, sondern Ares. Okay, warum ist das gelockt, ha?
Ist wahrscheinlich schlecht, dass das gelockt ist, oder? Ja. Oh, da ist ein Schalterchen. Schauen wir mal. Ist hier irgendwas? Da ist noch ein Ding. Okay. Okay. Was hast du jetzt gemacht hier? Oh, das Laser, ha? Huh? Okay. Ernsthaft? Okay, was war da jetzt das Sinn dahinter, ha? Huh? Ja, jetzt geht das. Und jetzt ist da offen. Aha, das war vorher aber nicht. Geht's auf Zeit? Bin ich zu langsam? Na, oder? Es war trotzdem. Probieren wir es einmal noch halt ein bisschen schneller. Na doch. Okay. Jetzt haben wir den Stein. Jetzt müssen wir da wieder behindert. Wo ist denn da oben und unten? Nee, ich sehe da irgendwie. Okay. So ein Körperteil. Okay, das ist oben. Okay. Ach, es geht schon wieder nicht. Ach, leck mich doch. Ma, nein. Ach Gott, ey. Fuck. Weil diese Dinger da, die sind im Weg da. Das da und das rechts oben. Puh. Okay. So, pass auf. Also, das ist links unten, links oben, ne? Und das wird rechts unten. Gott. Okay, warte. Na, das passt nicht, oder? Na, das kann ich. Nein. Das ist rechts unten. Na, Schild und Schild. Oh Mann, hey. Fuck, ich. Ich bin schon wieder mega überfordert, hey. Ja, das bringt mir. Habe ich das komplett verkackt? Ach was, ich kann zwei auch auf einmal schieben. Okay. Also was habe ich gesagt? Das ist rechts oben. Das ist rechts unten. Ach, ich kann sowas nicht sehen. Nee. Oh. Na, ich muss das irgendwann mal machen, wenn es nicht 2 Uhr in der Nacht ist, hä? Ehrlich. Und am besten schaue ich mir davor ein YouTube-Video an, hä? Also. Schau mal lieber zu diesem geheimen Versteck oder was da war. Scheiß Rätselchen hier.
Gibt hier sonst noch was? Was haben wir da? Zeitrennen. Na, wurscht. Oder? Kiste? Naja, Kiste. Oh, Löwen gibt's hier auch. Okay, wo ist die Scheißkiste dann schon wieder? Irgendwo unter uns. Ah, dann. Ah, das fängt gut an heute, hä? Du mich? Okay, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Naja. Keine Ausdauer. What the fuck ist denn das hier? Fuck. Schauen wir mal, was das ist, hä? Huh? Oha, na Gott sei Dank haben wir so ein Dreier-Damage gemacht. Oh shit. Crystals. Jo, diese Tipps nerven mich. Oh mein Gott, was denn das hier ist? Oh mein Gott. Oh Gott, ja. Ja. Legendäre Chimera. Okay, ist das unser? Ja. Ich würde gerne, aber ich weiß genau, was passiert, hä? Ich hoffe, dass wir die, weiß ich nicht, mal irgendwann wiederfinden, ne? Okay, Herakles Schattenheld. Schwierigkeitsstufe 3. So. Aber ich kann es überhaupt machen. Okay. Okay. Ist jetzt wieder weg. Okay, jetzt brauchen wir es von der linken Seite. Komm her! Na gut, Checkpoint.
Noch ein Schalter. Okay, selbe Spiel das. Aha. Okay, von da kriege ich es nicht. Aber das Lustige ist, die Scheißkiste ist jetzt da oben. Wahrscheinlich muss ich darüber. Kriege ich das Ding von dort irgendwie? Nein. So schlecht. Oh. Okay. Kann ich dich einfach so rüberwerfen und du bleibst dort, ha? Huh? Wehe nicht. Okay. Ja, cool. Komm her! Okay. Ja, nice. Wenigstens das kriege ich hin. So. Sind wir dann schon, da wird es sicher wieder zum Boss-Dingens sein, ne? Weil da ist was zum Heilen. Heilen, Checkpoint, Schalter. Große Tür. Bossraum. Und wo ist der Boss? Da kommt er. Hier, ein kleines Schattenheld. Ja, den kennen wir ja schon, ne? Komm her. Komm her. Ja. Oh, der hält aber auch schon wieder einiges aus, hä? Ja, und der macht ja schon wieder Ur-Damage, hä? Oh mein Gott, hä? Ah, okay. Zu lange gewartet. Okay. Trank. Machen wir voll hier. Fuck. Oh, was war denn das jetzt hier?
Ah, das muss jetzt sein. Ah, ich wusste es eh. Ich hätte mich irgendwie nochmal ein bisschen heilen sollen oder so. Naja, scheiße. Ach was, hey, ich hab doch gedodged. Oh Menno! Jawohl, ich pass vor P, oder was? Ja, lass uns einen Damage-Trank reinballern. Stirb! Okay. Viele Lieder würden über den Kampf zwischen Phönix und Herakles gesungen werden. Und darüber, wie sie ihn aus den Fängen Typhons befreit hatte. Ja, schön für mich, ne? So, was haben wir jetzt davon? Was kriegen wir dafür? Außer, dass uns nicht mehr attackt, ha? Oha, 6.500 von den Dingern und die Medaille des Herakles. Wie auch immer, keine Ahnung. Das ist natürlich übelst geil. Soll ich mal schauen hier? Ja, einmal sterben. Einmal sterben zum Mitnehmen. Oh, ich. Okay, vielleicht sollte ich da ausweichen. Nein. Ah, verdammte, das war übelst schlecht von mir. Aber war jetzt. Naja, ich will nicht sagen, irgendwie leicht. Schauen wir nochmal, ja? Schauen wir nochmal. Rush!
Naja. Oh ja, von hinten. Gott, hör auf, beruhig dich hier, du Scheißvieh. Ja, aber egal, dass du jetzt fliegen musst, hä? Ja, verdammt. Nein. Hier beim Stein, hey! Oh, Scheiße. Komm her. Vollheim. Baum mir Steine, hey. Fetter Stein. Oha. Komm her. Nein. Hammer Time! Tada! Boah! Achso, wir kriegen. Oh, Scheiße, wir kriegen wieder nur so ein Drecksvogel-Ding. Ich dachte, wir würden irgendwas richtig Gutes kriegen. Gut, was kann blauer Vogel? Phosphor des Zeus-Himmels, bei Treffer mit Schleichangriff und aktiven Phosphormantel. Oh, wird die Zeit verlangsamt. Dieser Phosphor ist beinahe so blau wie der Himmel. Was könnte man meinen, das würde ihn tagsüber unsichtbar machen? Ah, fuck you, hey, was ein Scheiß. Okay. Wir haben einen Haufen von den Blauen, das ist gut. Aber nichts als Nebel. Sieh genau hin. Phoenix spürte, dass der Nebel weitere Geheimnisse der Mauren unter den Klippen verbarg. Aha. Spüre ich das? Okay, aber ich glaube. Oh. Nein. Wo ist es? Na gut, aber da wird wohl nichts mehr sein, ha? Huh? Darunter fallen möchte ich auch nicht. Ach, fuck, okay. Da ist schon wieder so ein Fett auch noch.
Kann ich nicht mal beide treffen hier? Nö. Okay, Gott sei Dank noch umgefallen hier. Na gut. Ja, schauen wir wirklich zum Ares, eine Statue, wo ich hier ursprünglich hin wollte, ne? Aber war geil, dass wir dieses legendäre Vieh geschafft haben. Ach du Scheiße. Da geht's ja urab, hä? Oh Gott. Warum mache ich das eigentlich, hä? Ja, das war eh klar, ey. Oh Mann. Einfach zu viele, ey. Zu viele, wir sind zu schwach, ey. Und ich verballere mein ganzes Healingszeug und so. So, was sind wir denn jetzt hier? Oh ja. Ja, okay, wir lassen euch mal hier. Jetzt bin ich eh wieder in einem Sterben. Okay. Lass mich mal in Ruhe hier. Ein ganz dicker. Ich möchte aber ziemlich schnell irgendwie schauen, dass wir unsere Waffe irgendwie nochmal upgraden, hä? Ich glaube, das ist schon ziemlich hilfreich, hä? So. Wir müssen wieder ewig weit hoch, hä? Des Krieges. Okay. Noch mehr Schweinchen. Ja. Okay, wir müssen halt da hoch wahrscheinlich, ne? Oder? Ich meine, es zeigt halt hoch, ne? Können wir da hochklettern? Ja. Phoenix ließ die Füße des Kriegsgottes hinter sich.
die so viele Gegner zu Staub zermahlen hatten. So, warte noch, Ausdauer, steckst du fest? Nein, tue ich nicht. Dich nicht begrapschen, Ares. Entschuldige. Ja, ja. Wer es glaubt. Die feinen Linien der Statue zeugten von Ares herausragender Stärke und seinem muskulösen Körperbau. Nichts im Vergleich zu mir in jungen Jahren. Ja, ja, Zeus. Okay, noch höher geht's ja eh nicht mehr, ha? Der Wahnsinn. Ist ja wirklich wie ein Assassin's Creed hier. Ja. Die Höhle des Krieges. Heimstätte von Ares beeindruckender Festung. Von Skelettbergen gefallener Kreaturen. Und von bodenlosen Schluchten, die ins Nichts führen. Einladend. Ja, Gott des Krieges. Phönix entdeckte von der Spitze des Kriegsgottes aus eine Bestie von so stattlicher Größe, wie sie keine gewöhnliche Kreatur erreichen konnte. Ja, was denn? Ah, das muss mein Sohn sein. Er ist nicht das schärfste Schwert des Heeres, aber er wird Phönix erledigen. Glaub mir. Ein Scheiß wieder hier. Alter, wir haben gerade fette Chimäre umgehauen hier. Legendäre Chimäre hier. Okay. Ja. Diese Drecksfotos hier. Wen interessiert's? Nur nervig eigentlich hier. Wieso sehe ich sowas überhaupt hier? Ja. Boah. Okay. Schau mal da. Triff die majestätische Kreatur. Fernsicht. Ja. Gott, da gibt es überall so viel Zeug hier. Okay, wir müssen da runter, es ruckelt nämlich sonst. Ich schwöre, ich bin wirklich im Überlegen, ob ich mir eine RTX 3090 kaufen soll um 2500 Euro, aber er ist halt irgendwie schon leicht übertrieben hier. Na gut. Ach was. Ares, du Stärkster der Starken, du kräftiger Arm, trägst die Schilde. Höre mich, Herr der Gerechten, und scheine herab auf mein Leben. Schenk mir die Kraft des Krieges. Kräftiger Arm, kräftiges Mundwerk. Du hättest mal versuchen sollen, ihn als Kind zu bändigen. Okay. Tja, keine Ahnung, was das mit den Dingen wieder auf sich hat. Was ist da los hier? Löde respawnt, oder was? Gigantengrund.
ist das Vieh jetzt hier? Vieh? Hallo? Nö, da nicht. Ah. Hallo. Einen Schritt näher. Ich bin Ares, der mächtige Gott des Krieges. Ich reiße dich in Stücke und zermalme dich zu Staub in meinen Pranken. Großer Ares. Mein Name ist Phoenix. Ich bin gekommen, um Typhon zu besiegen. Und dafür brauche ich Hilfe von dir, dem Gott des Krieges. Glaubst du, meine mächtige Klinge stünde jeder Dahergelaufenen zur Verfügung? Mach dich nicht lächerlich. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich schaffe es nur nicht ohne dich. Meine Geduld ist am Ende. Flieh, Sterbliche, bevor du Zeugin deines vernichtenden Untergangs wirst. Ich werde mich an deiner Leber laben und an deinen Augäpfeln und zu guter Letzt an deinem zitternden, furchtsamen kleinen Herzen. Mist. Na schön, ich bin aufgeflogen. Bring es hinter dich. Rupf mich, dann hat das Schleid ein Ende. Na los! Was? Nein, nein, beruhige dich. Ich... Oh. Entweder du erweist mir die Ehre, oder die übernehmen das. Ich übernehme das. Double Kill. Ja. Sprich mit dem Hahn, hä? Gut, jetzt nimm auch mein Leben. Schlitz mich auf. Ich bin ein Huhn, ein armseliges, gackerndes Federvieh. Babuk! Babuk! Ich suche nach Ares. Ist er nicht... Ich bin es. Ich war einst der mächtige Kriegsgott. Nun bin ich nur noch ein Haufen Federn. Bist du sicher? Hinterlässt der Bär im Wald seine Haufen? Verzeih. Rupf mich schon. Erspar mir diese Schande. Aber du bist Ares, der mit seinem Wagen an vorderster Front kämpft. Sparta verdankt dir all seine Siege. Wo ist dein berühmter Stolz? Dein unbändiger Zorn! Hättest du nur unbändigen Zorn, dann hätte das hier ein Ende. Niemand schert sich noch ein Korn um mich. Seit wann kümmert den mächtigen Ares die Meinung anderer? Du hast Kriege entschieden. Du kannst auch Typhon besiegen. Du kannst doch immer noch Pläne schmieden, oder nicht? Sieh mich an. Ich kann nicht mal ein Schwert halten. Ein Papa auf dem Schlachtfeld und alle lachen mich aus. Selbst meine geliebte Aphrodite wies mich ab, als sie mich sah. Ich habe Aphrodite zurückverwandelt. Ich glaube, du hast immer noch eine Chance bei ihr. Was? Eine wunderschöne Göttin und ein Huhn? Das ist bestimmt strafbar. Ganz sicher nicht strafbar. Sieh mal, meine Kameraden, die Leute aus der Stadt, mein Bruder... Sie alle wurden von Typhon verflucht. Sie brauchen deine Hilfe. Du kannst mein Herz so sehr erweichen, wie du willst. Aber Tatsache ist, dass dieses Tier dir nicht helfen kann. Ich bekomme Aphrodite nicht zurück. Und du kannst keinem Huhn den Hals umdrehen. Dein Bruder ist so gut wie tot. Hey! Geh, ich will in Ruhe weinen.
Was ich allerdings auch nicht kann, weil Hühner ihre Emotionen nicht durch Tränen ausdrücken. Sie fressen sie in sich hinein, für alle Ewigkeit. Dann werde ich Aphrodite sagen, dass du aufgegeben hast. Was war das gerade? Ein Huhn ist eben ein Huhn. Ich sage ihr besser gleich, dass du nicht kampftauglich bist. Vergessen wir deine Essenz. Du wirst dich nie zurückverwandeln. Ganz schön gemein. Schön. Sag ihr, wie nutzlos ich bin. Selbst wenn ihr die Essenz helfen könnte, schafft es sicher keine Sterbliche in das Gewölbe. Also vergiss es. Ist schon vergessen. Aber nur so aus Neugier. Wo wäre dieses Gewölbe denn? Verborgen hinter Trümmern. Man kann es nicht freilegen. Ach was, ja. Auch nicht mit diesem riesigen Speer. Probieren wir es. Bär, kannst du mir helfen? Nein. Aha. Spannen, zielen, Feuer. Ja. Wie nix, hä? Feuer! Überraschung! Treffer, würde ich sagen. Richtig positionierter Riesenspeer. Die Höhle ist offen. Dann gehe ich mal rein. Gut. Ist deine Beerdigung. Ruhe in Frieden. Eines noch. Deine Chancen sind gleich null. Aber mit meinem Segen werden daraus 0,1. Danke. Ares Befehl. Cool. Was kann er? Nein. Sieh mich an. Du bist nicht bereit. Also. Wollt ihr was sagen? Nein? Gut. Segen. Die Combo-Anzeige hält doppelt so lang. Oh, fick dich doch. Ich weiß immer noch nicht, was die Combo-Anzeige überhaupt macht, außer halt Combo-Anzeige sein. Mein Sohn ist ein Huhn. Das passt ja. Er war vom ersten Tag an eine einzige Enttäuschung. Säuglinge. Richtige Schmarotzer. Urnette. Kommt gleich da hoch, bevor wir keine Ausdauer haben. Ach, schon wieder so ein scheiß Rätsel hier. Keine Lust. Na dann schauen wir, was uns hier in Ares. Achso, ist das wieder so ein fetter Tempel hier? Schon, oder? Wird wahrscheinlich wieder so ein großer sein, oder? So wie bei Aphrodite. Aha. Könnte sein. Ja. Ja. Sieht danach aus. Gewölbe des Ares. Ja. So, ich schalte hin. Was macht er? Schwebende Orichalkos-Würfel. Aktiviere oder deaktiviere den Schwebezustand von Würfeln. Indem du was? Fuck you, hey. Waffenangriff.
Aha. Okay. Also er schwebt dann halt, ne? So, dass ich darauf komme. Okay. Oh Gott, ja, das sind ein Haufen von diesen Scheißwürfeln. Halt nur ein Objekt. Tschüss. Ups. Ja, nice. Na, nicht wirklich, aber hey. Okay. Tja, scheiß auf euch. So. Das heißt, den ziehen wir runter. Oh Gott, er schlag mich nicht, hä? Das Problem ist halt, dass es mit der Steuerung so ein bisschen komisch von den Dingern ist. Aber dabei geht's halt, ne? Aha. Todesketten. Oh Gott, ja, wie viele Würfeln hier? Wie viele Würfeln, wie viele Ketten? Ketten. 5 Ketten. Ja. Und ein dicker, ha? Was diese Ketten wohl festhalten? Tief im Gewölbe fand Phoenix eine in Ketten gelegte Statue, die aussah wie Kottos, der Hundertarmige. Was hat ihn verraten? Seine 100 Arme? Diese Ketten können also brechen. Ja. Wer es gedacht? Und ja, so 4 Abschnitte halt, ne? Na gut. Fangen wir mal drüben an. Okay, drüben sind ein paar Kollegen zum Spielen. Kann ich einen Stein auf euch werfen lassen, ha? Komm ich da rauf? Ja. Haha. Okay, das war ja nice. So. Was machen wir jetzt? Da hochklettern, hä? Nein, Antwort nein. Gut, sind die Kollegen jetzt wieder da, hä? Ja, natürlich wahrscheinlich, oder? Nein, sind sie nicht. So, da komme ich aber hoch. Okay. Komme ich da so rüber? Ah, okay. Okay, irgendwie ja und aber irgendwie nein. Also es ist halt irgendwie nicht so gedacht, wie ich es gerade gemacht hätte. Na schön für mich. Ja. Oh Mann! Oh.
Ausdauer auf bei der Lucy. Doppelsprung braucht übelst viel Ausdauer, ne? Also gut. Ah, da ist ein Schalter. Warte, geh mal weg hier. Kannst du... Aha. Komme ich nicht einfach da hoch hier? Ja. Hoch! Ach so. Gibt's da noch mehr von denen? Na, da haben die irgendwas damit zu tun? Das Schalter oder so? Ich glaube nicht, oder? Okay, speichern kann ich da gerade nicht. Ich will da... Komme ich da nicht? Es geht sicher, oder? Ja, das muss gehen, ja. Okay. War ja extrem schwer. So, Checkpoint. Einmal heilen. Freunde, 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 Freunde. Freund von hinten, Freund von hinten. Double Kill. Okay, oder doch nicht. So, das spawnen dann sicher wieder so Schalter, oder? So Flugdinger. Ja. Okay, aber ich würde sagen, dass ich darüber komme. Oh Menno, hey. Bringt mir das irgendwas hier? Na gut, scheiß drauf, okay. Ach. Ja, nichts mit hinten abballern, hä? Friss Hammer. Okay. So, oh, oh, oh. Oh. Hallo. Okay, jetzt haben wir doch mal alle gekillt. Aber was mache ich jetzt hier, hä?
Okay, da brauchen wir aber mehr Gewicht. Was ja kein Problem ist. Hoffentlich. Okay. Erste Kette, ha? Huh? Na, zweite Kette. Zweite Kette, okay. War ja nicht so schwer, ha? Dieser Ort ist wie Ares, chaotisch, gefährlich und muss aufgehübscht werden. Was ist es eigentlich genau, was dich an Ares so stört? Ich hatte mehr erwartet. Er fängt Kriege an, stürmt einfach los. Er ist so chaotisch und alle, die zu ihm beten, drehen durch. Er bringt nie den Müll raus, selbst wenn Hera ihn dreimal darum bittet. Aber ich habe damit abgeschlossen. Wir scherzen nur noch darüber. Vielleicht tut er all das, abgesehen von der letzten Sache, nur, weil er seinen Vater beeindrucken will. Vielleicht will er, dass du ihn ernst nimmst. Ach, der denkt einfach nie darüber nach, dass seine blutrünstigen Aktionen alle ins Chaos stürzen. Der wird und wird nicht erwachsen. Man sagt, Nachahmung sei die höchste Form der Anerkennung. Die höchste Form der Anerkennung ist, als Adler jemanden zu entführen, um mal allein zu sein. Frag Ganymedes. Okay. Flieg! Ja. So. Kann ich dich irgendwie so nach links hier? Ach, verdammt hier. Oh, fuck, warum? Ich dachte, sie kann irgendwie hochklettern oder so in die Richtung. Scheiße, ey. Okay. Geht sich das vielleicht nicht eh schon aus? Ja, das geht sich sicher aus, ja. Ja. Bitte sag mir, dass sich das auch ausgeht. Danke. So, heilen, danke. Neuer Schalter, neue Boxen. Was machen wir jetzt mit euch, ja? Selbe Spiel wieder, ja? Diesmal wird es, glaube ich, nicht so einfach sein. Wir brauchen die auf jeden Fall irgendwie, ne? Weil das mit der Kacksteuerung nicht so, so kacke wäre, einfach. Ganz gecheckt habe ich noch nicht, wie es. Okay. Was machen wir mit dir, hä? Fuck. Okay, die sind jetzt sicher zu hoch, oder? Dass ich da einfach... Okay, vielleicht noch nicht. Aber
Okay. Reich? Der, hm? Ich glaube schon. Ah, ich glaube nicht. Okay, bitte schlag mich nicht. So. Ach fuck, jetzt sehe ich es da drüben erst wieder ein scheiß Kistendings hier. Aber da nicht irgendwo. Schau mal, da oben leuchtet auch eine Kiste. Hey. Oh, verdammt. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert, aber. Erstmal Checkpoint. Okay, kann ich da hochklettern? Naja, es. Es war eh klar, dass wieder nicht so easy ist, hä? Na gut. Solange ich das mit den beiden so machen kann. Wobei, jetzt werde ich dann ein Problem haben, oder? Das wird ja noch nicht reichen. Oh Gott, ja. Ja. Könnte ich mal irgendwie lösen? Ja, okay, gut, gut, gut. So, hoch. Oh, das war. Ah! Boah, what the fuck hier? Okay, komme ich darüber hier? Ja? Gut. Schaut schon halbwegs brauchbar aus, aber leider immer noch nicht genug hier. Einmal bräuchte man irgendwie noch hier. Naja. Langsam aber doch, ha? Huh? Oh Gott, das wird. Oh, verdammt. Kann ich das speichern gerade? Natürlich nicht. Oh Gott, ich. Boah, ich hab. Nein! Fuck! Der einfachste Sprung, ha? Huh? Kriege ich das Ding eigentlich nah? Ich brauche das Ding aber jetzt, glaube ich. Hä? Ich will nicht die beiden anderen da wieder irgendwie holen müssen. Geht sich's? Ja. Ah, oh, fuck, 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 fuck. So, wo bin ich jetzt gerade? Wo sind meine? Wo sind meine Blöcke? Alter, okay. Ja, aber scheiße halt. Es ist ein bisschen kompliziert irgendwie die Steuerung, das muss ich schon zugeben. Na gut, dann halt irgendwie, ja, was. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es endgültig verkackt. Na, was soll's hier? Schauen wir mal, was wir den Kleinen auch mitnehmen. Okay. Hast du da durch, Nagel? Na ja, okay. So. Ist das denn ernst? Hey!
Das Ding ist wirklich, die Steuerung ist mit den Dingen komplett für den Arsch, weil du sie nicht wirklich steuern kannst. So. Nein, hey, hör auf. So. Schauen wir mal, dass wir irgendwie alles holen, was geht. Nein! Ich schwöre, das ist so ein Beschiss mit diesen Blöcken hier. Na gut, wir brauchen ja nicht drei. Junge! Wieso kriege ich den jetzt nicht? Fuck, Mann. Die Steuerung mit den Blöcken ist echt scheiße, wirklich. Hast du da ab? Mensch. Das ist gerade nicht meins, hä? Okay. Ich war weg hier. Shit. So. Krieg ich dich, hä? Huh? Jawohl. Okay, springen kann ich halt nicht mit dem. Logisch irgendwie. So. Krieg ich den dann noch? Yes. Geht sich so aus hier? Weh, es lohnt sich nicht hier. Ach, Karons Münzen, zwei Stück nur. Fick dich doch, hier Spiel. Oh. Und dann muss ich darüber auch nochmal. Ja. Mehr fucking Blöcke. Was macht man mit mehr fucking Blöcken, ha? Huh?
Bin mir nicht genau sicher, was ich. Mein abgesehen. Ach so, okay, da drüben ist wieder so ein Dreckschalter. Kann ich dich da gleich rüberballern hier? Flieg! Flieg-Schalterchen. Okay, komme ich darüber? Hä? Ich glaube schon. Achso. Okay. Ja. Ist es zu wenig, weil er schlecht steht, oder ist es zu wenig, weil es zu wenig ist, hä? Ja, es ist offen. Oh mein Gott, ey. Oh. So. Will ich jetzt wirklich noch diese andere Kiste holen? Ja, eigentlich schon, ey. Ich will alles machen. Okay, warten auf Ausdauer. Bisschen höher. So, das ist irgendwo. Haben wir eigentlich so eine Karte? Nein, gibt es hier nicht. Verschwindet ihr dann irgendwie wieder, sobald ich da irgendwie hingehe, ne? Oh Gott. Irgendwo so rechts, links hinten. So, warten auf Ausdauer. Warum? Warum, hey? Boah, das ist nicht mal mehr das Halbdings da, das ist ja ganz gemein. So, das muss irgendwo. Entweder das oben oder irgendwie das oder dahinter. Okay, lieber nichts hier. Waren wir da schon? Hey, warum gibt es einen Schalter? Oh, da hinten ist. Okay, wir brauchen die Kiste. Ey, du sollst, du dummes. Okay, wir brauchen sie eh nicht. Okay, wir sind gerade gestorben. Aber hey. Aphrodite sei Dank. So. Karons Münzen, ha? Zwei Stück nehme ich an. Ambrosia. Naja, okay, auch nicht schlecht. Puh.
So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sag mir, dass ich darüber komme. Schattenbereiche entziehen Phoenix sofort die Ausdauer. Meide sie so gut es geht. Ja, danke, Spiel. Hätte es mir vorher mal sagen können. Ja, lach nur, hey. Lach nur, lach nur. Aber wenigstens sind wir beim Checkpoint. So. Zwei mehr. Was haben wir da eigentlich? Hey? Okay, und da wird's dann... Genau. Genau. So, oh Gott. Au. Kann ich da wieder hochkommen, hey? Okay. Ach so, ich brauche den Block. Sicherheitshalber. Nein. Okay, das spawnt einen neuen Block. Flieg, mein Block. Flieg, flieg. Das gefällt mir schon besser. Glaube ich zumindest. Oder? Wo war eigentlich diese scheiß Kiste jetzt schon wieder dann hier? Das ist so nervig, dass der Dingens halt weggeht, wenn man daher kommt, ne? Okay, wir jumpen mal darüber. Komm her. Gerade noch, hey. So. Ich warte nur darauf, dass mich der Block irgendwann erschlägt, hier. So, jetzt geht's da hoch. Und darüber. Okay, und darüber, da brauche ich dann wieder L-Blockus. Bleib mal da, hier. So. Nö. Oh. So. Ablegen. Es ist schon ein bisschen kompliziert mit Steuerung hier. Okay, das war ein leichter Fail. Das war. Warum bin ich eigentlich so dumm hier? Einfach draufstellen. Er schwebt ja eh. So, jetzt geht das Ding wieder. Aber wo ist sowieso. Wo war eigentlich diese Scheißkiste? Das weiß keiner halt, ne? Das kotzt mich auch gerade an. So. Neuer Block, selbes Spiel. Wo
müssen wir denn jetzt hin, hä? Oder rüber wahrscheinlich, okay. So, da geht's hoch, dann geht's da wieder rüber, oder? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los hier? Junge, wir müssen da rüber hier. So. Ja. Verdammt hier. Bitte, bitte schlag mich nicht hier. Okay. Ja. So, und jetzt? Dann geht's auch nicht weiter, ne? Ja, eigentlich muss ich darüber, ey. Was? Bitte fall nicht runter, ey. Falsche Taste, so. Komm rüber mit uns. Jawohl. Und. Typhon wird in meiner Wut ertrinken. Naja. Okay, lass mich ja nicht vergessen auf die Scheißkiste hier. Der Zorn der Götter verlangt, entfesselt zu werden. Wo ist sie, wir jetzt? Das kotzt auch an hier. Oh. Oh, nein. So weit drüben, wirklich hier, fuck hier, wieder alles zurück hier. Ist irgendwie hoch, ja, oder? Hoch? Ne? Nix hoch, okay. Aha. Alright. Okay. Oh, das ist mega nice. Gut, dann fehlt uns noch einer, so ein Ding setzen. Schon richtig, ne? Jo. Okay, El Blockus. Wo war da eigentlich unsere Kiste wieder jetzt hier? So. Was machen wir mit El Blockus, hä? Keine Ahnung, ne? Aha. Aha. Und tschüss, ne? I.
Ich verstehe. So. Liegt natürlich die Scheißkugel im Weg. Hopp! Okay, ob das reicht, hä? Tja! Meisterarbeit ist das hier. Du ahnst nicht, was für ein Krieg sich in dir zusammenbraut. Oh, da sehe ich was. So, was haben wir da? Okay, noch mehr Blitz des Zeugs. Das finde ich nicht schlecht. So, wie komme ich da irgendwie wieder zurück, ohne zu sterben, ha? Huh? Ich meine, eigentlich ist eh wurscht, selbst wenn ich... Derbe, aber es muss ja nicht sein, wenn es nicht sein muss. So, was genau ist jetzt passiert? Da ist noch ein Schalter, da oben war glaube ich auch noch Schalter. Schalter, Schalter, Schalter. Ah ja. Da drüben ist... Wie kommst du? Achso, das sind zwei Dinge, ne? Okay. Die lebt ja noch. Okay, scheiße, wenn ich den Schalter jetzt aktiviere, sind wieder beide weg oder beide da, ne? Oh, die zweite Kugel. Ist die dann sicher wieder weg, oder? Jo. Okay, jetzt haben wir die einfach aufgefangen. Die bleibt eh da. Dann... Ja, hat die in das da? War da hinten irgendwie nicht noch ein Schalter oder so? Oder haben wir den irgendwie schon? Keine Ahnung. Aber egal, glaube ich. Ja? Zwei Kugeln, zwei Löcher. So, was passiert jetzt? Es hat Dürüm gemacht. Okay. War da vorher zu? Na, oder? Oder? Oh ja. Okay. Du kannst mich nicht ewig bändigen, Typhon! Als die Ketten gesprengt waren, schien die Statue ihren Namen zu rufen. Endlich passiert hier mal was! Okay. Wir können... Warte, falsche Taste. Mal, wenn ich mal die richtige Taste drücke. Das Gewölbe verlassen. Ja. Und dann gehen wir zu unserer Halle der Helden, oder wie der Blödsinn heißt. Upgraden unser Schwertchen und vielleicht irgendwie noch ein paar andere Sachen. Tränke wären auch geil. Ich glaube, wir haben überhaupt keine Tränke und auch so gut wie keine Dingens mehr. Naja. So. Halle der Götter, natürlich.
Und dann haben wir wieder irgendwas Dickes um, hoffentlich. Irgendwas Dickes. So, erstmal den scheiß Kessel da. Ja. Alles was geht, was nicht viel ist. Alles was geht, alles was geht, alles was geht. Wegdrücken den Scheiß. So. Ich hätte da was. Oh, was? Also, was habe ich eh schon? Chips. Ja, habe ich eh schon. Tja. Weiß ich nicht, lohnt sich da irgendwas für? Machen wir jemand anders zu. So, unsere Oberpower der Schmiede. Ja, 8440, aber von 84 auf 134, hä? Okay. Ja, machen wir auf jeden Fall. 214, hey, übertrieben, aber... Ja, da fehlt uns einiges leider. Die Axt, glaube ich, werden wir eh nie upgraden. Bogen können wir gerade auch nicht. Helmchen könnte man theoretisch upgraden. Braucht aber auch 2300 von den blauen Steinen. Ja. Tränke könnte man. Warum nicht Pfeile? Brauchen die beide nur immer gelbe? Warum nicht? Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Sonst haben wir, glaube ich, eh nicht genug von irgendwas. Kann ich nicht herporten? Beschiss hier. Da kann ich nicht hinporten. Na gut, ich bin gespannt, was uns gleich erwartet hier. Was für ein... Was wird uns erwarten hier in Ares und Dingens? Hä? Haben wir da irgendwo... Oh ja, haben wir sogar ein paar Granatäpfelchen. Gibt es vielleicht noch mehr irgendwo? Die schnelle, ha? So, wie viel Damage machen wir an dem Vieh? 1800, fast ein One-Shot. Und 200er Hitze. Das finde ich nice. Ja, geh mal weg mit deiner Waffenverbesserung, Blödsinn. Kleine Äpfel irgendwo. Schaut schlecht aus. 9 Granatäpfel haben und 2 Tränke. Naja, muss reichen, ha? Oder? Ja. Was soll's hier? Weil irgendwie habe ich gerade Hunger hier, es ist 3:30 in der Früh. Oh, na schön. Achso, ne, na eh klar, der Typ erwartet uns. So, Damage-Tränkchen rein. Hammer aufladen. Yo, lol.
Ja lol, hey. One-shotet uns halt fast, ne? Oha, was ist denn das hier? Lass das mal. Ja, komm, übertreib's nicht hier. Na gut, das war ja mal mega easy. Kotos, der Allessehende, jetzt nicht mehr. Kann ich geheilt werden hier? Warum sind die Dinger da verschlossen? Ha? Jetzt auch zu. Naja. What the fuck? What? Was ist das für ein Bastard? Wer ist er? Wer ist er hier? Beklaut er mich, hä? Ich mach die ganze Arbeit und dann kommt irgendein Bastard und klaut irgendwas, hä? Wo ist er? Wo ist er? Hey! Kannst du mich hören? Ares schickt mich, seine Essenz zu holen! Bei den Göttern, wer war dieser Dieb? Ich hoffe, Ares weiß, was zu tun ist. Ja, nice! Wenn Kuro nicht versteinert wäre, hätte er die Essenz sicher schon. Und einen Orden obendrauf. Phoenix, streng dich an! Oder wieder so. Ah ja, genau, das Rätselchen da. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwie Rüstung auch upgraden, hä? Bin mir sicher, dass wir dann nicht mehr so viel Damage fressen. So. Ares. Schlechte Nachrichten, hä? Irgendein Bastard hat deine Essenz geklaut. Hey-ho. Na süß. Ich bin wieder da. Du bist noch nicht dran. Entschuldige dich nicht. Bessere dich. Ich war im Gewölbe, aber jemand war vor mir da und hat deine Essenz gestohlen. Fuck! Der Dieb könnte überall sein. Es musste so kommen. Das ist das Ende. Wir sind erledigt. Gute Nacht. Was soll ich Aphrodite sagen? Sag ihr, ich bin auf dem Weg, um mich von einem Wagen überrollen zu lassen. Als ob der es bis zur Straße schafft. Gut, ich richte es aus.
brachte. Wir könnten den Dieb mit Hilfe von Amazonen finden. Du weißt schon, meine Töchter, die liefern den Dieb noch heute mit ihren unvergleichlichen Fährtenleseinstrumenten. Das könnte klappen. Freu dich nicht zu früh. Sie sind nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Nur lange Geschichte. Aber sie haben mir mal ein Fährtenlesegerät geopfert. Es ist in meiner Festung, aus der mich Typhon ausgesperrt hat. Es ist aussichtslos. Vater hatte recht. Ich habe ein Spatzenhirn. Außer? Der Klang meiner Salpings könnte das Tor öffnen. Ich habe sie versteckt, damit sie Typhon nicht in die Tentakel fällt. Deine Salpings? Hä? Ich werde mir ein Stück überlegen müssen. Für wen hältst du dich? Aphrodite? Du kannst dein Instrument des Krieges nicht einfach so spielen. Es gehört mehr dazu. Außerdem brauchst du Typhons Tributmelodie, um das Tor zu öffnen. Oh Mann. Ach ja? Was ist das für eine Melodie? Typhon ist kein gewöhnlicher Narzisst. Imperiale Mark. Zwang Pan, ihm dieses Lied zu widmen und sagte dafür, dass sich die Tore nur zu seinem Klang öffnen. Pan schrieb es irgendwo in einer Höhle. Das ist deine beste Spur zu der Melodie. Sobald du alles hast und noch am Leben bist, spiel sie vor den Toren der Festung, um sie zu öffnen. Hey, wo ist meine Tributmelodie? Das wären wohl die Rülpser der Trunkenbolde nach zu viel Wein. Na gut, brich in das Gewölbe ein und finde Typhons Tributmelodie, beschaffe die Salpings aus dem Maul des Hüters. Ja, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.